Donnerstag, 9. November 2023 in Halberstadt. 350 Unternehmerinnen und Unternehmer fanden sich in den Hallen der BEFA GmbH für das 8. Harzer Wirtschaftsforum zusammen. Vorab bekamen sie die Chance, ihre Unternehmen im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren. Um 18.30 Uhr begann das Bühnenprogramm zum Thema Großinvestitionen in Halberstadt – Chancen für den Mittelstand. Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der MDR-Moderatorin Anja Heide und Thomas Kowalski von der Roland-Initiative Halberstadt e.V. Anschließend folgte ein Vortrag der Daimler Truck AG, gehalten von Anton Haltenort und Lena Motz zum Thema der Veranstaltung. Das Podiumsgespräch mit Wirtschaftsminister Sven Schulze, Elena Koch von der Daimler Truck AG sowie Unternehmern aus der Region bildete den Hauptteil des Abends. Die Wirtschaft im Harz ist eine ganz besondere, weil es mittelständisch geprägt ist. Viele sogenannte Hidden Champions, das heißt Unternehmen, die eigentlich weltweit erfolgreich sind und vielleicht auch nicht bei jedem bekannt sind. Und deswegen ist es für mich als Wirtschaftsminister wichtig, immer wieder hier auch mit den Unternehmenschefs im Gespräch zu sein, mit der IHK und mit anderen auch. Für mich Priorität Nummer eins haben die mittelständischen Unternehmen hier in Sachsen-Anhalt. Die tausenden Unternehmen, auch hier im Harz, die dieses Land groß gemacht haben. Und da arbeiten wir ganz eng zusammen. Ich habe hier im Harz studiert, ich bin hier aufgewachsen, das ist meine Heimat. Und jetzt bin ich verantwortlich für ganz Sachsen-Anhalt, aber immer wieder gern hier in der Heimat. Wie üblich fand danach noch ein Erfahrungsaustausch statt, wo sich Teilnehmer unter anderem über Wirtschaft und Politik auf regionaler Ebene unterhalten konnten. Die Lage der Wirtschaft im Harz ist durchwachsen. Und natürlich gehen die Entwicklungen auf den internationalen Märkten auch an uns nicht vorbei. Aber auf der anderen Seite ist die Stimmung gut. Wir haben hier 350 angemeldete Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben viele Aussteller. Wir haben mit allen Wirtschaftsvereinigungen aus dem Harz und aus dem Umland die Veranstaltung organisiert. Und wir erwarten uns, dass wir eine klare Botschaft auch von unserem Wirtschaftsminister erhalten, wie die Mittelstandsförderung weitergehen wird. Und da erhoffen wir uns klare Antworten und wollen natürlich auch ein klares Signal senden hier aus der Region, dass der regionale Mittelstand zur Verfügung steht, dass wir uns freuen, dass es solche Investitionen gibt, aber dass wir eben auch den Gleichklang halten wollen weiter zwischen traditionellem Mittelstand und Großinvestoren. Der Niederlassungsleiter der Goldbeck GmbH, Sebastian Bethke, nimmt gezielt an solchen regionalen Veranstaltungen teil. Wir als großes deutsches Bauunternehmen, die viel mit Fertigteilen arbeiten, können nicht alles selber realisieren. Und auch wir arbeiten immer mit den Partnern vor Ort zusammen, mit den Mittelständern vor Ort. Wir haben ein gutes Netzwerk, deswegen sind wir auch hier vor Ort und arbeiten Hand in Hand. Wir bauen auf den Mittelstand. Wir bauen Schulen und Rathäuser, Sporthallen. Wir bieten eine breite Folie an und deswegen ist es schön, dass wir uns hier mal präsentieren können, ins Gespräch kommen können mit den Firmen vor Ort. Landrat Thomas Balcharowski hält den Austausch der Unternehmen im Harz für sehr wichtig. Sehr gut. Sie sehen ja, der Zuspruch ist sehr groß. Es geht darum, sich zu unterhalten, zu netzwerken, nennt man das ja, sich auszutauschen, natürlich neue Ideen, auch Probleme zu diskutieren, sie in alle Richtungen zu transformieren und natürlich zu den Problemen auch die Lösungen zu finden. Das geht nur durch Kommunikation. Und deswegen ist solche Veranstaltung sehr, sehr wichtig.